Das Naturschutzgebiet Kühlkopf-Knoblochsau ist für Naturliebhaber, Wanderer, Radfahrer oder einfach Ruhesuchende zu jeder Jahreszeit ein Besuch wert. Früher gab es noch zwei Gaststätten, die eine in der Nähe der Stockstädter Brücke, die andere in der Nähe der Erfelder Brücke. Letztere war idyllisch in einem alten Posthaus untergebracht, leider wurde sie auf Dauer geschlossen. Dieser Film dient der Erinnerung an die Zeiten, als man dort nur einkehren konnte, sei es nur auf einen Schoppen oder einen kleinen Imbiss wie Kochkäse oder etwas deftiger zum Wildschweinbraten. Im alten Forsthaus war es immer urig gemütlich. Sobald das Wetter es erlaubte, konnte man draußen im Hof oder hinter der Gaststätte auf der Terrasse sitzen. Die Sonnenstrahlen und die Natur genießen, den Vögel zuhören und es sich einfach gut gehen lassen. Im Winter wärmte man sich an dem in der vor einem Kachelofen behaglich beheizten Gaststube auf. Heute habe ich noch zwei Kühlkopf-Honorationen eingeladen, die das Forsthaus noch länger kennen. Einer davon hat sogar in der mittlerweile zur Legende gewordenen Samba-Höhle getanzt. Ich persönlich habe sehr viele schöne Erinnerungen an das Forsthaus. Ich denke, dass es vielen der Zuschauer genauso geht. Lassen wir uns das Forsthaus oder auch beim Schröder, wie es früher unter den Einheimischen hieß, noch einmal aufleben. Wir sind hier zusammengekommen, um über den Kühlkopf zu sprechen und um die sagenumwobene Samba-Höhle. Ja, und hier von rechts nach links, also das ist der Heinz Blöser. Und dann ist es hier der Schorsch. Jeder kennt dich. Wir? Jeder kennt dich. Ja, jeder kennt mich. Ja. Schorsch Hafner, ja, genau. Und ich habe diesmal nicht Walter gesagt, gell? Weil ich mit Walter da gerade zu tun hatte. Gell? Und der Walter, den muss ich auch noch anrufen, weil er nämlich das Geräteträger treffen. Und da interessiert er sich ja auch für sowas. Gell? Ja, und da hatte ich gestern mit der Erna gesprochen, hat aber noch nicht zurückgerufen. Da. Aber der macht landwirtschaftlich ja nichts mehr, oder? Ich glaube nicht, aber Kartoffeln wird er noch verkaufen, oder? Ja, verkaufen vielleicht. Aber nee, der hat auch einen Traktor noch. Und ich weiß gar nicht, ob die Kinder haben, das kann ich ja gar nicht sagen. Ja, die Tochter hat er, ja. Ja, also fangen wir am besten mal mit dem Schorsch an. Schorsch, du hast ja noch ein paar Jahre mehr auf dem Buckel. Du bist Jahrgang? 34. Das heißt also, du persönlich warst sogar in der Samba-Höhle mal drin? Jawohl. Und zwar das in den 50er Jahren. Ja. Das heißt also, in der Zeit, wo im Prinzip nicht viel... Da war doch kleiner Unterricht noch gewesen. Was war das los? Ja, und sich auch darüber erinnern, wer die Musik gemacht hat. Oh, jetzt ist... Aber ich meine, der Blaurock, die wären mal da drüber gewesen. Das vom Alter her kennt das zwei Stimmen, dass der Blaurock gemacht hat. Ich weiß aber nicht genau. Jetzt kann ich nicht so. Also, da war ja alle Woche, alle Samstag war der High Life, gell? Oh. Ja. Ja, und das ganze Jahr über nur, oder in welcher Zeit war das? Also, auch Gott sei Dank, im Winter, wenn es Sommerzeit, Herbstzeit. Oder ja, da war was los dann. Ja. Ja, und die sind wohl überall hergekommen, die. Ja. Ja, und so manche zarte Bande haben sich da wahrscheinlich geknüpft. Da waren natürlich auch noch ein paar Armee da, gell? Ah ja. Das war eh die Zeit. Ja. Ja. Und deshalb war Samba, gell? Samba, ja. Das war ja damals was ganz Besonderes, gell? Es war ja nichts, es war ja weiter nichts. Ja. Und wie bist du dann, mit welcher Fähre, da gab es ja noch keine Brücke, wie du darüber wir bist? Ich habe selbst auch noch Auto. Das war ein Junior, sein Peter von Großrohren. Ja. Der hat uns mitgenommen, der war immer dabei. Da sind wir nach Erfelder gefahren auf den Hauptplatz und sind da drüber gelaufen. Also habt dann die Fähre genommen? Ja, ja. Und das konnte ich. Ja, muss wissen, wir waren ja nichts anderes da wie die Fähre. Ja, und der Walder hat mir gesagt, da hat es dann auch welche gegeben, so mutige, wenn die Fähre hübsch war und zwar kein Fährmann mehr da, dann haben die sich ausgezogen, haben einen Nachen geholt und haben dann die Fähre wieder rübergeholt und so weiter. Das stimmt, das hat mal der Hermann mal erzählt, dass es so war, aber wahrscheinlich war der auch mal da dabei gewesen. Ja, ja. Das hat natürlich die Frauenwelt beeindruckt, wenn die Männer dann da. Ja. Ja, und Heinz, du bist ja eher dann derjenige, der dann später, wie die erst Glück gebaut
wurde. Ja, ja, auf jeden Fall. Also Heinz ist der Fachmann, der über den Kiko Bescheid weiß. Nee, ich konnte auch nicht so viel auch nicht. Ich war halt zeitlang mit dem Hermann war ich ein Freund gewesen aus dem Obersund. Wir haben auch mal in der Woche gesagt, wir kommen zum Kader. Kommen wir mal zum Kader rüber. Zu viert, ne? Und da haben wir halt auch gut getrunken, immer. War gut, war einordnung. Was du noch, wer die anderen dabei waren da beim Hermann? Ja, wieso, aber der weiß ich jetzt nicht. Ah ja gut, dann lass es aus da. Nein, ich konnte es auch so. Ja. Das war der Zerfasser Kurt von Pungst. Ja. Zerfasser Hase von ja. Pungst war der. Ja. Und war der Everlings Kurt von Erbele. Ja. Zimmermann? Ja. Zimmermann? Mhm. Und der Hermann nicht. Ja. Wir waren die vier. Und ihr wart, also ich guck gerade mal, ich hol gerade mal noch mal das Haus her. Die Wirtschaft war. Da drin war mir. Die war hier unten drin. Dort. Nein, du musst hoch. Du musst hier hoch. Ja, du musst die Treppe hoch, ja. Treppe hoch. Und also das war das, was da jetzt die Terrasse war praktisch unten, sagen wir mal, Wirtschaft. Ja. Das ist so, ja. Also das ganze Stück war. Aber Wohnhof war aber die oben. Ja. Und das war Wirtschaft auch, ja. Und da waren ja noch. Da haben wir gekarrt. Ja. Und ich konnte auch noch sagen, dass da rechts an dem Fenster. Mhm. Und wie viel Tisch das in der Wirtschaft war? Das war also so riesig groß war es nicht, aber 30 Leute sind auch noch. Ja, mindestens, ja. Oder, ja, 30 Leute. Aber wie mir schon dann später, wie du siehst, die Wurfskeller, mit denen waren wir aber schon drüber auf der Unterseite. Da ist auch nicht mehr Leute neu gekommen. Ja, aber da bei uns am Anfang, erst durch den sind wir mit dem Seil. Es war halt gang und gäbe, dass gerade so am 1. Mai geht es zum Schneider nicht mehr. Ja, Tanzen im Mai, ganz legendäre Sache. War aber kein Tanz. Ja. Sondern es war lustig halt gewesen. Man hat sich getroffen, da eben von überall sollen sie herkommen. Ja. Da im Hof oder in der Wirtschaft oder immer legal, nicht? Da hat man sich halt getroffen. Und das war halt, wir sollen erst dann nicht mehr kommen. Ach, abends vielleicht, was 10 Uhr, sind wir erst nicht weggefahren. Mhm. Wir haben morgens mit dem Seibelsfritz, aber 1. Mai, da gibt es immer einen Spaziergang gemacht, mit dem Radio dann noch Stück. Vogelwanderung gemacht. Ja. Und meistens war dann da drin, beim Schreder Hermann der Aufschluss. Mhm. Und da haben wir uns halt auch mit Wanderern aus der ganzen Umgebung, der größte Teil waren Sänger von Russgel, man hat sich gekannt. Ja. Und da hat sie immer so ein bisschen Konzerte ausgegeben, das war wunderbar. Klasse. Und hat es damals schon die legendäre Gräs gegeben oder Speck und Eier, was war es? Ja, auf jeden Fall, diese Sache, unhausgemachte Sache halt. Honkis mit Musik, die haben geschlachtet, Wurstebrot und so. Aber Schnitzel und Eier, und Sagen gegeben, was von der Sache halt gegeben hat. Nicht? Der Hermann war ja im Prinzip im ersten Beruf Landwirt, der hat ja noch Äcker bewirtschaftet auf dem Kühlkopf. Er hat zu mir, also sie hat zu mir mal gesagt, sie haben 300 Hektar auf dem Kühlkopf gehabt. Das war riesig viel. Ja, Gott. Wow. Sag mal, wo war der Hermann jetzt genau hin? Von Erfelde. Von Erfelde. Der Hermann war von Erfelde und die haben die da drüber auch Äcker gehabt in Erfelde. Ja, aber ja. Die haben die nicht gemacht, sondern die haben anderen gemacht für den. Mit eigentlich der Walderwiese, nicht? Dass das so war. Ja. Also so, wenn ich mich nicht erinnere, hat der zu mir gesagt. Und die haben drüber gemacht, dann überwiegend halt Wiese auch, haben die Wiese nicht? Und haben auch nach Ackerland gehabt, aber das war nicht so riesig groß, nicht? Ja gut, Viehzahl hatte sie auch gehabt, das hat man ja gesehen in den Bildern, dabei. Die Großweide direkt. Die haben einen Stall davon, in Kiehstall. Ah nein, das war ja nicht der Kiehstall gewesen, das war ja der Saustall, also 50 Seien und immer drin gelegt. Oh. Ja, auf jeden Fall. Ist wahrscheinlich auch ein Teil davon dann in die Wirtschaft gegangen dann. Absolut. Also es war damals schon eine Traditionsgaststätte gewesen. Ja, natürlich. Ja. Aber es ist wie die raus sein, wir waren glaube ich 50 Jahre drin gewesen. So wie ich mich da erinnern kann, hat es quasi 50 Jahre. Ja. Wenn es nicht kaputt geworden hätte, kann es halt noch so sein. Ja. Ja, aber das von den Jungen hätte keiner mehr war. Ja, egal. Die Sabine, die hätte das nicht gemacht. Ja gut, da waren wir dann noch Pächter drin. Ja. Waren wir dann noch.
Ja. Es war dann da drüben, wie der Hermann oft geht hatte, war ich drüben, da war da auch mal der von Biblis, wo der her war, verloren, ja. Oder Biblis. Ja, der ist ja gestorben. Ja, und aber hat auch dem sein. Und der sein Stiefsohn hat dann weitergemacht. Ja. Und das war aber das Letzte, nicht? Ja, und der hat dann ist ja in seinem alten Beruf reingegangen, weil du hast dann auch gemerkt, das ist dann nicht mehr so, war nicht mehr so viel dann auch los. Und das hätten halt mit Corona halt den armen Kerl das dann. Nee, aber gut, das war auch damals so gewesen. Plötzlich ist ja verboten worden, mit der Auto dann die Wiese fahren. Das ist 78, ja, 78, also, ja. Und da war es dann auch nämlich so mit der Lokalität, so ziemlich meistens dann nicht fahren zum Mittagessen mit ihrer Familie, ja. Weil die Rotflasch Rieder und die Haus gemacht, das Sache gemacht. Ja. Die ja. Alles selber gemacht. Und aber im Hermanns Erfrau dann hinten noch auch nicht. Ja. Die war ich im Wolfskehl. Ja, du bist das durcheinander gebracht, hat ja letztens zu dir gesagt. Das mit Wolfskehl, aber das Wolfskehl hat sich auf die Frau. War die beim Hermann der Frau beim Wolfskehl? Ja. Aber ich glaube, ganz vorher war das eine Heimatvertriebene gewesen. Ja, er war auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Also es war einfach damals schon eine Legende gewesen, ja. Forsterhaus, das war Urrichte. Für uns, also gerade Peter und ich und noch die anderen Kumpels, wir haben einen schönen großen Spaziergang gemacht. Ja. Wir sind da hin bis beinahe an der Neuwei und dann sind wir zurück und da hat es Schmandkuchen oder einen schönen Kaffee und hat dann auch noch ein Bierchen dann zum Schluss. Und das hat einfach, da waren wir ganz klick und da hat man immer Neues erfahren, hat auch viele Leute kennengelernt, die sind ja aus dem ganzen Rhein-Main-Gebiet, sind ja da Leute regelmäßig vorbei. Die haben ja dann nur Wirtschaft gemacht. Der Schiede hat ja dann mit Landwirtschaft gar nichts mehr zu tun gehabt. Ja gut, er hat noch den Holz gehabt, das war ein Knecht. Der hat dann alles gemacht. Ja. Weil der hat alles gebraucht, wenn der Wirtschaft selber macht. Das ist alles besser geworden, das ist alles mehr. Zulauf war mehr. Zum Schluss war dann auch noch die Gardewirtschaft raus. Ja, natürlich. Da vorne davor. Ja, ne? Das war immer was los. Der hat ja zum Schluss, hat er halt, dass er so nochmal versichert war, war der halbtags bei der Post in Darmstadt. Und, und der andere Rest war er halt Gastronom gewesen. Ja. Und die Reise, die er dann gemacht hat, da muss er ja ganz gut Geld da gehabt haben, dass er hat die. Aber wie gesagt, ja, wenn anderen Feierabend hatte, hat er da noch geschafft. Ja, es ist schade, dass diese Legende da kaputt gemacht worden ist, genau mit dem vorne mit der Gifthütte bzw. Tannhäuser hieß so richtig, gell? Sie auch schade. Tannhäuser, ja, der Tannhäuser hat das gebaut selber, als Kiosk praktisch. Ja. Und immer ein bisschen gräser. Geduldet wahrscheinlich, geduldet. Ja. Und ich nehme auch noch später, dann haben die gesagt, jetzt, das war ja nur geduldet, also weg, fertig aus. Wir können machen, was wir wollen mit dem Ding nicht. Ja, guck mal, das sind Leute mit Kindern, sind auf die Kinder, die Kinder haben gespielt, Spielplatz in der Nähe. Dann die Alten haben da gehockt, haben was getrunken, ein bisschen was geschwätzt. Das war so ein Idyll und das ist alles vorbei. Was ist eigentlich das Landstück war vom Kiebelhof, war der Kilberdeischer Hof. Ja. Das war ein Hof gewesen. Ja. Alles aus Holz gebaut. Das Wohnhaus, Scheier und stell alles in Ordnung, aber ein riesiges Gebäude. So Holzglitzer hast du. Ja, du siehst von dem Kelberdeichhof, siehst du halt nur noch, das hat die dann gebrannt irgendwann mal. Siehst nur noch, das war dann zum Schluss, glaube ich, nur noch so Lager oder irgendwas. Nur halb praktisch. Also das war auch so eine Haltestation, wo du von der Fähre gekommen bist, oder bist du auf die Fähre über den Reu, war so eine Haltestation, da hat zwar bloß so Pump gekämpft, gepumpt, da hast du ein bisschen erholen, dann bist du dann weiter. Sag du mal, wenn da so Aktivitäten war wie Samba-Hehl oder dann auch später in der Wirtschaft, ist die Fähre drüber immer gegangen oder auch nur zu bestimmten Zeiten von Gundersblumen gewählt? Die hat immer eine bestimmte Zeit. Und wenn er fest war, aber das hat aber mit Stocks nichts zu tun gehabt, sondern wenn die ihr Keller wegfest hat, da ist die länger gegangen. Ja. Ich bin nicht mehr. Ja, das war ja da so. Also, man steht wieder, war über Wochenende, ist die angefahren. Ja, über den Tag, es ist sowieso angefahren. Ja. Ja, du konntest damals konntest ja mit noch, wie der Autoverkehr erlaubt war, konntest du ja mit dem Auto drauf fahren. Genau, das war auch mal das, das ist richtig.
Aber man merkt, und wir sind ja auch immer, der Städte habe ich auf die Langheit gekommen sein, das also der Nebe da. Mhm. Und da sind wir, die sind ja immer lieber zum Vilius. Ja. Und der Vilius war ja, das eine war vorne der Blim. Ja. Und der Feldgänger lieber war der Blim. Blim war der. Ja, mhm. Und ein Stück weiter nun war der Vilius. Aber die Gebäude gibt es ja noch, gell? Ja, die Wohnung, die nachkommen ja noch drin. Ja. Und der hat selbst den Narrgarten, da bist du bis auf die See mit dem Fahrrad auf der Kajak fahren oder mit der Rolle auf der Kajak fahren, ja, oder eh was. Ja. Vorne geht die Südspitz zu. Ja. Und dort haben die geholt und wie haben sie zu dem gesagt, Florida oder wie? Ja, Florida, ja. Ja, und da hat der sein Nachher und der Leib. Da bist du darüber. Da sind wir nicht weggefahren, die waren nicht weggefahren. Und da war der Räuber wahrscheinlich auch nicht so Strömung gehabt dann. Mehr. No. Ach, da war das Fingerloch hier noch. Ja, da also da konnten wir noch bequem. Ja, aber mit dem Motor nach war das. Ah, das ja. War Motor. Ja, ja. Du hattest ja quasi dem anderen so ein bisschen die Kugel. Ja. Der hat Hebelglock. Ja. Und der hat auch Hebelglock. Ja. Ach, klasse. Ja. Wahnsinn. Siehst du, das sind alles Sachen, die weiß man aber. Dass dann auf das Hofgut Leute gekommen sind, die waren ursprünglich in Bischofsheim oder nein, oder nicht? Dieses Hofgut, die Verwalterin vom Hofgut, ja, hat Bixenschitz geheißen. Ja. Und die Frau hatte ein Hofgut, wo die Kaldex-Luft gebaut wurde. Ach so, da oben. In Kölzerbach oder Raunheim oder was? Gustavburg, Kölzerbach. Ja, Raunheim, Kölzerbach. Raunheim, ja. Dort hat die ein staatliches Hofgut gepachtet hat. Ja. Du warst sogar, ich habe mal Bilder gesehen, sehr interessant. Das war so groß gewesen, dass die eine eigene Kirche hatte, auf diesem Gut dort drin. Ja. Ja. Und die muss es, und die holte ja die Kandlex dort hier bauen, aber der Vertrag war noch für mehrere Frau. Und da haben die deren das auch geboren, Kiekopf. Ja. Und da hat die Frau gesagt: Ja, aber eine Brücke wird gebaut. Und wo man drüber und drüber fahren kann, nicht mehr mit der Fähre und die zwei heißen dort. Ich weiß nicht, die Hunde, glaube ich, abgerissen haben sie. Ich glaube, ja. Das war ein richtiger Wohnblick gewesen, gell? Ich glaube, dass in jedem Haus mindestens 10 Familien gewohnt haben. Das waren die heißen aber von den Bediensteten, die wo drüber gewohnt haben, die dann weg, also das Hund abgerissen, ich habe das Herrenhaus abgerissen, was man da gesehen hat. Das Herrenhaus abgerissen und die musste ja irgendwie unterkommen und dann haben die dort da drüben die Häuser. So die zur Bedingung gemacht. Ja, ja. Und deshalb ist das gemacht worden. Nicht? Ja. Und wie die Brick dann fertig war, ist die erst dann lieber die Frau. Und aber selbst nicht, doch, die hat am Anfang hat die gewohnt. Im Festhaus, wo der Fester Seibel gewohnt hat. Ja, also auf der anderen Seite, oder also auf dem Stockschnur. Nein. Auf dem Kiekopf gibt es ein Festhaus. Ja. Und zwar, wo jetzt das Informationszentrum ist, ja, dort ein Stück weiter auf dem Dom, ja, steht auch links ein Festhaus. Hm. Wenn du das Dämmchen jetzt gehst, sagen wir mal, den Summerdamm gehst, ja, jetzt, ja, ja. Und da kommst du an dem Festhaus, rechts ist das so. Ne? So, das ist auch sehenswert, so ungefähr, so ähnlich gebaut wie das da. Ja, ja. Also ein bisschen mit Fische und so. Ja. Und da hat die mal eine Zeit lang drin gewohnt. Ja. Und dann später haben die einen Schuss gebaut. Ja. Und ihr wart trotzdem auf dem Kiekopf, wenn mal die Schnauge kam, oder? Ja, die haben das mit denen haben wir gelebt. Ja. Also, was konnte man machen? Ich weiß auch. Aber er konnte auf dem Kiekopf. Hat es nicht mehr Schnauge gegeben wie da, oder da nicht mehr Schnauge wie auf dem Kiekopf. Nur da hat man sie dann später da bekämpft auf dem Kiekopf. Nicht, das ist die andere Seite. Schnauge, aber egal. Ob du da warst oder drüber. Ja. Ah ja, man hat das einfach, das war so, gell? Wenn ich mit meinem Vater raus bin, wenn mir Futter geholt hat. Und doch. Komischerweise hat ihm doch gar nicht mehr dann so viel ausgemacht. Man hat mit Leben ein bisschen viel ausgemacht. Als Riedmensch, mir hatte die Beregungsruhen auf den Schultern, da hast du die Ehren voll mit Schnur gehabt. Genau. Aber Freunde aus Darmstadt, wenn die mal gestochen wurde, die hatte gleich so gestiegen. Hat nicht gewählt. Ja, Forsthaus Kühlkopf.
Das ist schon eine Sache. Das ist sehr schön gebaut. Ja. Guck mal, diese Terrasse hier zum Beispiel, ja, wo man da gemacht wird, also das ist was Wertvolles und so stabil, nicht alles Minione, gell? Ja. Ja, aber auch drin dann später die andere Wirtschaft, die frühere Samba. Ja, dort drüben auf der anderen Seite. Das war ja auch ein wunderschön großes Ding, da haben ja etliche Leute Hochzeiten gefeiert. Ja. Vor allen Dingen war es mal drüben auf der anderen Seite so wichtig gewesen, dass er aufständig Toilette hergekommen ist. Ja. Das war es doch immer nicht. Ach so. War doch immer nicht. Aber das ist aufständig Toilette gewesen. Das war aufständig Toilette, genau. Ja. Und das war die Bedingung gewesen, wie das gebaut wurde. Ja, und eine schöne große Kiste, die war ja dann ja, auch. Das war hinten, das wo man ja vorhin gesehen hat, das Gebäude hinten drüben, das war die Kiste gewesen. Nicht? Ja, ja, ja. Ah ja, und dann hast du vorne dann so also du warst im Innenhof den Biergarten gehabt, ja, und dann hinten nochmal die Terrasse. Aber da war doch eben nichts mehr dann. Ja, da war nicht. Das ist dann Wohnhaus gewesen. Genau. Da war ich mal beim Rüdiger eingeladen, ja, ja, der den Geburtstag gefeiert hat. Da haben wir teilweise, war schön gehört. Und du bist in der Sommer hinter der Türen ausgegangen, da warst du auf der Terrasse. Ja. Ja, 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 genau. Ja, ja. Das war jetzt die Terrasse, wo die Wiese war, jetzt, da drüben, ja. Ja, ja, ja. Aber so mit der Terrasse nichts zu tun. Nein. Die Wiese war, ja, das war aber riesige Terrasse. Ja, ja, ja. Riesige Terrasse, ja, ja. Guck, ob man das irgendwo sieht. Also, es war im Prinzip da vorne gewesen. Du hast vorhin da ein Bild. Ja, wo die Terrasse. Da, das war ja die Terrasse, da. Jo. Du bist da rausgegangen? Ja, da war immer, sag ich, da waren Leute da, die sind von, ich hab da einen alten Professor von, was der Kuckuck, wo mal gesagt, was machst denn du da? Ja, ja, ich wohne da, habe ich gesagt, also das ist mein zweiter Wohnsitz sozusagen. Ja. Und der hat sich das bis Frankfurt war das bekannt, gell? Und auf der Seite, wo das Weg davon ist, hast du hinten rum hinausgegangen. Ja, ja. Und nicht mehr von, weil es nicht von der Reue gebraucht hat, rausgegangen. Es war urig schön verwachsen. Und da hier in der Ecke hat der Stammtisch gestanden. Ja, ja, genau. Und hat ein gewisser, ja, ich weiß nicht, ob du den noch gekannt hast, der Uselisch, Meade. Ja. Der hat immer gefragt, was du bist. Also wenn du Ingenieur warst und Beamter, da hast du beim Gelitten gehabt. Dann sind ja die Hörner vorne gefallen und dann hat er dann angefangen. Aber es war ein lieber Mann, war das. Und vor allen Dingen, der hat, wenn so was Praktisches zu machen war, hat er gebaut und gemacht. Und die Bedienung, die hat er vergöttert. Der hat er einen großen Hasenstall gebaut und alles, aber ganz pompös und vorschriftsmäßig. Und also es war schon ein begnadeter Handwerker. Ja, und so hat man sich über Jahre als getroffen, gell? Und gerade hinten am Stammtisch, wenn du da mal dazugehört hast, das war. Ja, das war schön. Also, wir waren mal Freundin von meiner Frau vom Klinikstall, die ist mal gekommen im Winter. Und da waren wir. Jetzt haben wir auf den Kiek oben lieber. Da haben wir gehen mal spazieren, haben wir auf den Kiek oben lieber. Wir haben das Auto abgestellt in Stockschen, sind über die Brücke gelaufen. Da rüber. Jetzt aufs einmal ist es losgegangen. Da haben wir so Schnee wie verrückt. Oh. Innerhalb von einer Stunde hast du so hoch Schnee gehabt. Seht ihr, Hermann, ihr müsst haben, ob die das 3 Stunden später haben macht. Oder macht ihr das? Egal, oder so. Gell? Ja. Und dann sind wir noch dort geblieben. Wir uns da rausgekämpft und so. Und du denkst, das erzählt die heute noch, das sind schon 30 Jahre her noch länger. Gell? Ich kann auch noch an der Geschichte erzählen, ich bin mit Kollegen mal rüber. Man hatte, es gab ja, das Wild war ja wunderbar. Ja, ja. Und gerade so Wildschwein, eingeleckt, gell, ja, ja. Mal Soße dabei und alles. Und da sind wir rüber und da war das Wasser schon, es war schon, hast du gemerkt, oh, wenn du also in Erwel über die Brücke gegangen bist, weißt du, unten ist ja dann das andere Brückelchen, wo dann hier und drüber die Kopfweite sind. Ja. Da stand er schon, ehrlich? Ja, bindisch. Ach, na ja, das wird nichts passieren. Das waren so meine letzten Erlebnisse, aber vorne auf dem Hof, vorne. Ja. Da hat doch aber doch die Stockschalze ja nicht gespielt, gesagt, weil die Kamera dabei ist. Ja, das ist ja der gute. Der Kuhstall. Ja, der Kuhstall war. Ja. Da waren wir auf dem Jahrestück und da ist, wie man nie so einen Schutten. Hast du schon gemerkt, es gibt Hochwasser. Und abends hat uns die Feuerwehr von über rübergefahren an die Brücke, weil man nicht wieder laufen konnte. Oh. Stockscher Feuerwehr, ja.
Ja, bei uns war es dann so, wir sind dann, so Erlebnisse. Wir sind auch mit Gefüllten dann heimgegangen. Ja, gell? Weil das war dann, bis wir dann heimgegangen sind, war es ziemlich, bis wir halt in, ja, konnte nicht mehr wie nass werden. Da kommen so bei so Gesprächen, kommen so Erlebnisse hoch. Ja, der Hermann, wir waren sehr viel Hochwasser war. Und es hat ja mehr Hochwasser gegeben, ja, wie heute auf jeden Fall. Deswegen, der ist noch einmal nie mehr mit euch gekauft, mit dem Nachher bis vor das Haus gefahren. Ja. Ja, und ich habe mir gesagt, der Feldherrnhügel, wo früher die Scheune stand, ja, war ja dann der höchste Punkt und da konnte er immer so ein Auto abstellen. Aber hat immer Glück gehabt, dass es nie höher geworden ist. Aber gut, wenn es noch höher geworden wäre, hätte sie überall drin gestanden. So sieht's aus, ja. Also bei so richtigem Hochwasser, ich weiß gar nicht, wann das war, in der 80er oder was, da stand das genauso an der Kippe, da wäre es fast in die Wirtschaft reingelaufen. Ja. Aber gut, du bist ja dann als Gast nicht mehr hingekommen, der war ja überall dann gesperrt, gell? Ich weiß jetzt nicht, ob die. Das kann ich mich aber nicht mehr drüber erinnern. Das wäre eigentlich interessant, ob die dann auch wohl klippisch laufen konnte in Erfelde, dass die da irgendwie verbunden hat oder wie. Bestimmt, dass ja, das die. Ich finde das mal gehört, wann auch was er war, dass er nicht mehr rüber konnte. Ja, klar, musste ja. Ich hatte mal ein anderes Ding, da habe ich leider keine Bilder gemacht. Das war doch wie dieser Killerkeiler, der unterwegs war. Ach so, ja. Vom angeblich vom. Wie war der Hase? Fischkerl oder? Tümmler. Der hat sogar einen Namen, der hieß Hansi, der Keiler, wenn es der gewesen ist. Gell? Und der war ja Menschen gewöhnt und ist allerdings ausgerastet, wenn Hunde dabei waren. Ja, logisch. Da hat er ja Frau ganz schwer verletzt. Mhm. Die wäre ja beinahe verblutet. Gell? Aber die Junge ist ja dann geschossen worden, nicht? Der ist geschossen worden, der hat aber noch einmal einen Auftritt in Biebesheim gehabt. An der Nadelstraße, da hat er dem einen Jäger doch hinten in die Anhängerkupplung reingebissen und alles. Ja. Also, der war. Das war ein junger Keiler, der war die anderen Wildschweine haben der verstoßen. Die Gefahr gemerkt, nicht? So ist das ja nicht. Ein Stockstar ist nochmal gebissen worden, also die hatte schon. Kann schon Verletzungen mit der Leid zuführen. Aber was, wenn man nochmal so historische Gebäude da versteht, das ist ein Wahnsinn. Dass das nicht mehr wie das Herrenhaus, wo die Abgrenze, oder jetzt auch das Forsthaus, wo jetzt noch ist, Knoblauchsau, das Forsthaus, nicht? Knoblauchsau, das ist ja auch ein stolzes Forsthaus dort. Was ich halt denke, das war ja durch die Gastronomie, war das eine breite Öffentlichkeit zugänglich. Ja. Und es hat ja einen Vorteil gehabt, dass viele Menschen, die Kühlkopf-Fans waren, ich noch und neun war ich ja froh, dass kein Autoverkehr mehr zugelassen war. Ja, ist alles gut. Weil am Anfang hatte ich ja auch ein bisschen die Fresse gesagt, ach, alles Autoverkehr. Gut. Weil du bist mit mancher Freundin erst in den Kruselfilm gegangen und dann bist du über den Kühlkopf gefahren, du hast da eine starke Mannmenge. Aber das war ja Quatsch. Du konntest dann auch mal so nachts rüberlaufen, da hast du auch einen Kruseleffekt gehabt. Aber du musst nicht unbedingt über den ganzen Kühlkopf fahren, gell? Und schade, wirklich schade. Es ist ja, es ist, wenn man das überlegt, es ist ja, gut, mir lebt ja auch schon, du schon noch fast 90 Jahre und ich bin viel über 80. In der Geschichte, wie der Reu noch Reu war, sagen wir jetzt mal, wie der Durchstich noch nicht war. Ja. Verstehst du das? Das waren vielleicht vor unserer Geburt 100 Jahre vor, ungefähr war es so gewesen. Ungefähr gewesen. Und deshalb sind ja der Kühlkopf, das wäre ja nie heiliges Gut gewesen. Und das Kind ist ja von der Zeit her noch gekommen, weil die war ja von Überbräuter, die waren ja von Wormstadt. Und die haben den Reuter gehabt und die sind praktisch abgestorben. Und deshalb ist das zur Insel geworden. Es war für die Schifffahrt, war das schon deutlich, die hatte ja teilweise vom Ufer aus die Schiffe gezogen und dann haben die fast einen Tag oder was haben die dadurch erspart, gell, wenn die den ganzen Dings... Das waren das mit 30 Kilometer, ja. Stimmt, ja, bestimmt. Ja, so viel, dass ich mich erinnern kann, von Zieg bis 30 Kilometer. Bestimmt. Ja. Und dann halt auch ein bisschen schwierig durch die ganze Geschlängel. Ja, und es ist ja nicht allein, da passiert es ja an einer Stelle, aber es ist ja gerade schon nicht.
Ja, und das Wasser, wenn Hochwasser ist, das schießt ja mit einer ganz anderen Geschwindigkeit dann runter. Ja. Und dann haben sie wieder Pulte eingestimmt, um das Ganze zu bremsen. Gell? Und ja, gut. Manchmal machen sie Fehler, manchmal machen sie es gut und man, ach, man weiß es nie, wie es richtig ist. Jetzt sind sie halt am Überlegen, sollen sie eher Flachwasserschiffe bauen? Ja. Weil das wird dann aber niedrig Wasser, weil der Rhein brauchen wir ohne Frage. Als Transportmittel ist das nicht wegzudenken, aber wenn die jetzt die Fließgeschwindigkeit noch erhöht durch so Sprengungen dann wird das Wasser wird ja nicht mehr, das wird dann mehr auf einen Punkt geleitet. Ja, schießt weg. Und die Ufersache, die würde dann, nimmt man an, man weiß es nicht, würde dann mehr austrocknen, vielleicht die Kühlkopf trocknen dann ganz aus, aber die Geschwindigkeit ist viel größer. Das hat man doch damals schon den Fehler gemacht, wie man das Bingerloch gesprengt hat. Das Bingerloch war eine Naturrückhaltewand, kann man sagen. Ne? Natur von Wandfelsen, Hat man gesprengt und schon ist das Wasser ganz schnell geteilt, noch ganz schnell fort. Nur durch das. Jetzt fängt man an. Jetzt will man wieder. Bisschen auspacken. Will man wieder Bettung, mit Bettung will man jetzt was machen. Weil sie gemerkt haben, dass sie einen Fehler gemacht haben. Und seit der Zeit sind sie unten im Keller abgeschlafen. Ja, Schorsch, wenn du so da denkst an die Zeit. Es waren schöne Zeiten, gut. Es waren schöne Zeiten. Also es war wirklich, du warst froh, dass du nicht weit von dem sogenannten Ding gewohnt hast. Sind viele Leute zusammengekommen von überall her. Und was halt auch noch dazu sagen, durch die der Anschluss im Bibels und Deutscher Gesangverein, da hat sehr viel gelernt und viel sehr viel auch Umgebung kennengelernt, weil man überall rum ist. Gell? Es war immer schöne Gesellschaft, Heinz. Ja, aber alle Dinge, du hast du in der Zeit jetzt so mehr gelebt und wenn du leid warst, hast du gar nicht die Fahrzeuge gehabt, dass du weit über Land fahren kannst. Du warst bevor, dass es sowas gegeben hat, wo der Hebel dort. Das heb ich nicht, verstehe ich. Und quasi wäre das Fahrrad noch. Ja, oder zu Fuß, egal. Ja, klar. Das war so. So war es halt auch mit dem Gernsen mehr Wald so. Da war es auch historische Stelle gegeben im Gernsen mehr Wald. Nicht? Aber das war also das war schon, der Gigo war ja schon das Optimalste, was man bei uns da hatte. Das geht gar nicht weg dabei. Ja, sie haben halt alles kaputt gemacht. Das ist so gut. Ja. Ich kann jetzt auch was kaputt machen. Sie wollte halt da moderner werden, sie wollen mit der Zeit gehen und so weiter und so fort. Offensichtlich war es nicht, ich konnte es nicht sagen. Das Verrückte war ja, dass, wie hast du das wieder dabei, was sie abgerubbt hat? Ach, das Haus direkt am Rhein. Wo? In Stock? Nee, Richtung Dornenfass zu. Ach ja, der Schusterwirt. Da wollte doch der Wirt, der wollte sogar das finanzieren. Genau. Das haben die nicht zugelassen, der Staat wollte das nicht auch. Ich kann mich noch erinnern, das war ein ganz urisches Ding. Da hat es Flaschenbier damals, das gibt es ja heute wieder genommen, aber das war damals absolut nicht mehr, was ich gerade mehr gehabt, diese Verschlussdinger da. Und Speck und Eier mehr war das nicht, das war so ein bisschen Wohnzimmer. Das war wie die Hemmerer. Oder die wohl solche Sachen auch gegeben auf der anderen Seite. Bei Homdo war so alt lokal am Rhein, alles nichts mehr. Ja, man kann ja auch nicht sagen, dass diese Dinge dann so einen Umweltschaden auch gerichtet haben. Dass die Leute, die dahin sind, dann was zerstört hätte im Gehetal, die haben die Natur auch zu schätzen gelernt. Gell? Und dann war es ja auch so, die Behörden, die sind ja immer schlimmer geworden. Die haben manchmal Auflagen gemacht für diese, wollen sie durch die Gastronomie und so weiter, mit Toilette, mit allem drum und dran. Was wäre dabei gewesen, wenn man das alte erhalten hätte, verstehst du, hätte noch nicht so und genommen gemacht, wo ich gerade mit stimmen konnte finanziell. Ja, klar. Das war jetzt wieder was anderes, nicht? Das ist ja nicht privat gewesen. Ja. Das hat ja halt die Leute gehabt vom Staat, die wo das begrüßt haben, dass sowas gemacht wird. Dann hast du wieder die anderen Leute gehabt vom Staat, die haben das nicht weg. Auf jeden Fall, ich habe alle politischen Richtungen, alle
Altersgruppe erlebt, die ich von sonst woher gekannt habe, habe ich über den Kühlkopf kennengelernt. Ja. Und du was, das ist alle nicht mal, wenn du das jetzt schon siehst, dass er bracht mit den Blieden. Mit dem Leben, alles. Ja, ja. Gebracht nicht. Es war früher so geblieben auf dem Kühlkopf. Da haben ja die Leute an der Verschlange gestanden, mit den Fuhrwerk, mit den Reifen rum, mit den Kiefern rum. Da sind die weg. Ja. Übergesetzt worden sein, wie die Appelernte war und so weiter und so fort. Die haben ja das Gut, der Gunterthauser hat ja das Obst versteigt, nicht? Ja. Alle Jahre, nicht? Ja, es war einmal, kann man wieder sagen, Aber es ist trotzdem schön, dass ihr euch daran erinnert habt und dass man wirklich aus erster Hand mal wieder was hört. Und ich meine, der Peter oder ich, wir kommen uns ja noch vor, obwohl wir ja auf die 70 stark zugehen, wie Jünglinge, gell? Also wir haben nur noch die Ausläufer so mitgekriegt, gell? Aber die Erinnerungen sind halt nach wie vor wunderschön. Ja, du hast dich dort wohlgefühlt, aber musst du sagen. Toll warst du denn dann noch toll. Warst du das, ob der Hämmer und der Hämmer noch die auch gern gehabt haben, gesungen worden ist, da war er ja. Ah ja, Feier und Flammen. Ob er deshalb das immer gemacht hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist dann eben schon, ich mich jetzt zum Beispiel, ne, ist das die Lokalität schon gebaut worden, wo man jetzt durchsehen und das Neidu mit der Terrasse, ne, so der Klavier neu gestellt. Ach, das hat der bewusst neu gestellt, glaub mir das. Jawohl, hat er die Telefon auf dem Klavier gespielt? Ja. Wahnsinn. Da war Klavier drin. Ja. Und wo wir nicht mehr kommen, ist eine Dirigent, war der Mann. Ja. Wo stand das? Da stand, wo du neu gekommen bist, jetzt, wo du die Toilette war, bist du jetzt mal in der Eingang, klein links in den Eck. Da war das Klavier. Ja. Siehst du? War da vielleicht angeäppt irgendwo, ich weiß es nicht. Da war das Klavier, war in Ordnung, es hat gestimmt, war alles in Ordnung. Das war eine schöne Seite. Ja. Was ich noch so in Erinnerung hatte, so zwischen den Jahren, gell? Das sind ja auch viele Wanderer. Ja. Und da hat ja der Jogelskinder noch gelebt und da seine ganzen Kumpels, was nicht, das Kerbebosch waren. Ja. Und der Berthold da, der Polizist und ich, wir sind da entlang gelaufen und einen hast du rausgehört, das war die Kinder. Handy gesungen und er hat ja auch so ein Lieblingslied gehabt, wir sind sie drin, wir sind die Bibels mehr da, gell? Alter, das war immer zwischen den Jahren, gell? Das war ganz klasse gewesen. Ja, da hat es ja noch diese verschiedenen Gruppen gehabt, wie uns gesagt, der Sinnwanderverein oder Sinnwanderung, wo der Schäfergeher dabei war. Ja. Und die sind ja da zwischen den Jahren halt, sind die da gelaufen. Ja, und da ist Stimmung aufgekommen. Ja. Also ich habe keinen kennengelernt, der gesagt hat, da kannst du nicht hin oder sonst was. Gut, über Preise hat man sich manchmal ein bisschen, wie kommt man so viel Geld und so. Aber es war von der Gemütlichkeit her, was bei allen, war das klasse gewesen. Absolut klasse. Ja, meine, was haben wir noch an Dings da, was einfällt zum... Hast du da Erlebnisse gesagt, was du all warst? Also, wenn man dann findet, man nicht viel Leute. Ja. Man muss mir noch mehr einfallen. Nein, aber das ist schon toll, was ihr alles da so an Details dabei ist. Aber da hast du da ja den Tipp gegeben, sehen wir zu, ob du noch Bilder kriegst. Ja, also das ist ein Mods-Tipp. Da wäre ich die Sabine mal die hat mir ja nur speziell die vom Hochwasser. Aber die. Nee, da muss es Bilder geben von der Sammel, da muss es Bilder geben. Muss Bilder geben. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass es da kein gibt. Ich nehme ja auch, wie die Sammel hier war, dass die Schreder von Gastronomie war, die Gastronomie gemacht hat. Aber da haben die ja gemacht, das war ja gar nicht da, wo getrunken worden ist. Musst jetzt du wissen, ob es da was zu trinken gäbe. Aber klar, da hat es trinken essen gäbe. Also gibt es da noch Bilder. Die sollen sich wohl bewegen. Und der Rest, vielleicht der Rest, den Bruder. Vielen Dank an George Schaffner und Hans Blöser, dass sie uns an ihren früheren Kühlkopf-Erlebnissen teilhaben ließen. Falls auch jemand Bilder von der legendären Samba-Höhle besitzt, würde ich mir gerne Kopien davon machen. Vielleicht gibt es da noch einen neuen Film.